Hallo, liebe Orakelfreunde. Ich schaue für dich in die Karten. Ich lege alle Karten auf den Tisch. Vielleicht ist etwas dabei, was jetzt zu dir finden soll. Ich freue mich drauf. So, ein Dankeschön fürs Kommentieren, Abonnieren und Liken. Und alle Infos findest du unterhalb jeden Videos und in der Community. Alle Karten findest du dort auch alle aufgelistet. So, ich fange mit den Charms an. So, mal gucken. Was darf ich dir hier mitteilen? Oh, interessant. Da geht's kreativ zur Sache, Schätzchen. Da haben wir ja Farben, Farbpalette und Pinsel. Da geht's an den Pinsel. Super, fängt schon wieder an, gut an hier. Ja, die Meerjungfrau. Beidseitig von hinten, von links, von rechts, egal wie man es dreht oder wendet, du bist hier eine Wunschträumerei und zeigst hier den Rücken. Hier haben wir eine Maske mit Federn. Ja, den Lebensbaum im Kreis. Und was ist das denn? Ah, die Küchenmaschine mit Schüssel. Alles klar. Ach ja, vielleicht backst du dir ja deinen Traum, Mensch. Wer weiß. Ja, Manifestationskarten kamen an. Vielen lieben Dank. Werde ich für dich eine am Ende der Legung ziehen. Ich frage auf dein Gegenüber seine Gedanken, Gefühle, Emotionen, Absichten, wie so in ihm aussieht gerade und wie er wirkt und was so die nächsten Tendenzen und Schritte sind, wenn er denn was tut, ne? So, fangen wir an mit der verbindenden Energie. Ich hoffe, du befindest dich bei bester Gesundheit und du lässt es dir gut gehen. Ja, Selbstwert. Ja, du bist liebenswert und verdienst es, geliebt zu werden. Du bist die Nummer eins in deinem Leben. Und alles andere ist nur Randerscheinung, gell? So. Bei Merlins Bad. Fragen wir mal den alten Knaben, was er denn so mitzuteilen hat. Ja, für dich gerade, wenn wir schon dabei sind. Ja, der alte Knabe, da kommt mit Gatsby rein. Der große Gatsby. Oh ja. Okay, da soll ich reingreifen. Zeichen. Die geistige Welt schickt dir liebevolle Botschaften über deine Gefühle, Zahlen, Lieder oder andere Impulse. Achte genau auf die kleinen Details. Ich schieb das mal ein bisschen zur Seite. Moment. Ich nehme die auch, weil die so provokant raussteht. Dann soll die auch dahin. Dann sage ich das natürlich. So. Oh, der Mond. Nutze die Phase des Mondes für dich. Der Vollmond hilft dir, Altes loszulassen und der Neumond unterstützt dich dabei, Neues in dein Leben zu ziehen. Interessant. Jetzt gehen wir auf dein Gegenüber. Geht's ans Eingemachte. Jetzt ist er dran. Mal schauen. So. Seine Gedanken, Gefühle und Absichten in deine Richtung. Fällt was raus? Was haben wir denn? Da haben wir schon, ja, hier den Finger. Ich lege das mal so hin. Ah, Moment, Moment. So, dann sieht man das so nicht. Nicht, dass wir noch Ärger kriegen hier, ne? Ja, Wut und Frustration über eine Situation. Die Situation ist sehr angespannt. Oh je, das wird ja immer schlimmer hier bei deinem Gegenüber. Druck. Unter Druck stehen und extrem gestresst sein, mit der ganzen Situation überfordert sein. Naja, super. Vergeben, in einer anderen Beziehung mit jemand stecken, nicht mehr auf dem Markt verfügbar. Vielleicht du, vielleicht er. Gefangen in einer Co-Abhängigkeit, Beziehung gefangen, Abhängigkeit vom Partner. Oh, ja. Kommt mir vor, hier wie so eine Dreieckskonstellation und off oder sowas. Ja, Optionen. Sich mehrere Optionen offen halten, genießen mehrere Eisen im Feuer.
Dem möchte ich nicht begegnen. Na, der möchte mir nicht begegnen. Ah, unreifes, kindisches und unangemessene Reaktion, Verhalten muss noch wachsen. Na, na. Die Lust darf natürlich nicht fehlen, ne? Starke sexuelle Anziehungskraft und körperliches Verlangen, psychische Vereinigung. Hart. Ah, ja. Träumen darf der Herr. Und zu Hause. Sich beim anderen geborgen und zu Hause fühlen und sehen, zu Hause gefunden zu haben. Ja, es ist. Was haben wir denn im Unterdeck? Drama. Natürlich darf die Drama Queen nicht fehlen hier. Streitereien, emotionaler Stress und permanente Diskussionen drücken auf die Stimmung. Das wäre mir zu anstrengend. Verschlucke ich mich schon. Der will nicht, dass ich etwas dazu sage. Ich merke es schon. Strategie. Ja, das wollte er nicht, dass ich das preisgebe. Gell? Strategisches Vorgehen und Planung, damit etwas gelingt. Mit Logik an etwas rangehen. Ja, da denkt er doch drüber nach, der gute Herr. Naja, ich nenne ihn mal gut. Ja, ich mache niemanden schlecht. Er ist ja Gott sei Dank nicht mein Problem. Gemein, gell? Ja, ich weiß. Ich bin ehrlich. Hart, aber herzlich. So. Also, ich nehme mal die kleinen Helferchen zur Hand. Dann dröseln wir das mal hier auf. Ist ja schauderhafte Energie hier. Ai, ai, ai. Ja, da kommt schon. Ich habe noch nie mal gefragt. Ja, Niederlage. Ja, ein Fehlschlag, Rückschritt und ein Zusammenbruch. Jetzt möchte man hier wieder den Mut finden, innere Stärke, Leidenschaft und Zielstrebigkeit. Hat er denn vor, der gute Junge? Ui, vielleicht auch ein Jobverlust. Unerwartete Veränderungen. Burnout. Aber dem geht's wirklich nicht gut. Ihr Hochzeit, Heirat, Feierlichkeiten, feste Partnerschaft. Kann auch sein, dass ihr euch bei irgendeiner Feier euch wiederseht. Weiter bitte. Antrag. Romantische Gesten, Überraschung in der Liebe. Ah, vielleicht ist er verheiratet, weil du eine Nachricht, positiver Brief. Erfolgreiche Kommunikation, erwarteter Anruf kommt, Nachricht erhalten und Klatsch und Tratsch, Lügen, Intrigen und Lästereien. Na, da wird er dir vielleicht davon berichten. Ah, hier bist du wütend. Wutausbruch, Ärger, aufgestaute Gefühle. Ja, der will, dass du ausrastest. Naja, naja. Der will, dass du genauso leidest wie er. Körperliche und seelische Schmerzen, Depressionen. Ja. So Menschen wollen einen aufs gleiche Niveau ziehen. Auf die Hochzeit möchte ich hier noch eine Karte. Krafttier. Tiere bringen Botschaften, Krafttiere, Verbindungen zu. Ja. Metamorphose, jetzt habe ich es. Ja, sich neu erfinden. Transformation und Wachstum. Ja, da darf wachsen. Da darf wirklich wachsen. Und wenn nicht nur du involviert bist oder du wirklich schon gegangen bist, dann ist das ja ein Drama nicht nur für dich und ihn, sondern auch noch für andere Parteien, ja. Ja, der hält hier schon an Traditionen fest, ja. Gesellschaftliche Normen und blinder Glaube, ja. Ja, du bist beschützt. Das wird von oben beschützt. Das wird sich für alle Parteien, die davon betroffen sind, aufs Bestmöglichste lösen. Das lege ich mal. Ich mal auf ihn. Du scheinst dir ja schon ganz gechillt rumzuliegen hier. Ne? Du sagst hier, entweder bin ich Nummer eins oder ja, oder keins. Ich bin Nummer eins oder keins. So. Nimm mal die Manara-Karten zur Hilfe. Mal gucken, was er so über dich denkt, fühlt, die Emotionen und was so seine Tendenzen sind in die Zukunft, ob er was vorhat in deine Richtung. Naja, das hatte ich schon mal in Erwägung. Wie war das noch? Moment. Naja, gibt es die perfekte Beziehung, ja, die einzige Beziehung, ja, die besondere Beziehung. Ja, wenn sich zwei individuelle Menschen dazu entschließen, ja,
Und wenn sie nicht gleich die Matratze polieren, sondern wirklich sich auch die Möglichkeit geben, zu wachsen, ja, sich wirklich kennenzulernen, ja, was sind deine Hobbys, was sind deine Ziele, deine Wünsche, deine Pläne, deine Visionen, ja, und in die gleiche Richtung schauen und zusammenwachsen. Also platonisch, ja, also nicht, dass man da gleich Intimität lebt und dann wie ein Streichholz, das dann puff, ja, und das war's, ne? Weil was bleibt, wenn die Anziehung weg ist? Die Mäßigkeit, guck mal an. Da hängt er an deine Nippel und möchte von dir Energie saugen, weil er ist so ein kleiner Armer, so ein kleines, kleines, armes Hascherl. Ja, hier kriege ich wieder rein, die Braut, die sich nicht traut mit dem Schleier, ja, total verschleiert und hält sich an ihrem Leben, an ihrer Schaukel fest, tut da nicht mal die Füße ins Meer der Gefühle halten, nicht mal ein Zeh streckt sie da rein, ja. Und tut da wohlwollend in sich hineingrinsen. Na, kenne ich schon. Kenne ich schon. Versuch's nur. Okay. Ja, der hat wirklich ein Auge auf dich geworfen. Da sind aber auch noch andere Jäger, die auf der Pirsch sind. Und er möchte da der Erste sein, der dich erspäht. Du bist da ein bisschen erschrocken. Oder Eremit. Aber hier mit. Eieiei. Aber hier mit den Stäben. Kriege ich das immer um mich? Ich lasse die mal jetzt kurz so liegen. Ich nehme mal aus der Hand kurz. Und also, mit dir, mit den Stäben kriege ich ja so rein. Zwei der Stäbe ist ja wirklich ein Anschauen von seiner jetzigen Position und Welt. Und zukunftsorientiert die Pläne. Ja, was soll er nun tun? Jetzt steht er da vom Berg. Und, ah, der König des Wassers. Ei, guck an. Da ist er doch so ein hübscher Sunnyboy und ja, eigentlich kann ihm sowas ja nichts anhaben und nichts passieren. Es gibt ja so schöne, viele Frauen, ja. So viele schöne, die von mir geliebt werden wollen. Und jetzt bist du da und jetzt bin ich ganz schüchtern. Und jetzt weiß ich nicht mal, was ich machen soll, weil ja, der Herr ist ja eingekleidet bis oben hin. Du hast ihm die Melone vom Kopf geklaut. Du hast einfach mal die Hand ja, ausgestreckt nach dem, was. Er zu bieten hat und hast mit einem Grinsen festgestellt, oh jö, das ist das alles, das ist das alles. Ah, König des Feuers, ja, der will ins Machen kommen, der ist Feuer und Flamme hier. Will er denn was machen? Moment, ich muss mal kurz nochmal, was haben wir denn hinter, oh ja, okay. Ja, der Ritter der Luft, ja. Wenn er könnte, wie er wollte, würde er, gell? Und dann ganz schnell, ja. Und entschlossen. Und was er da mit dir gerne machen würde, brauche ich ja nicht zu erläutern. Ja, schau es dir genau an. Ja, schau es dir genau an. Du bist hier als kraftvolle Dame dargestellt, die sich nicht in Ketten legen lässt. Ja? Sie überlegt gerade, wo geht's hin? Weil du bist hier frei und unabhängig dargestellt. Sehr kraftvoll. Darunter die Herrscherin und guck. Du bist eine Frau, wo man gerne miteinander in die Zukunft plant. So sehr, dass man sich sogar vor dir verneigt und sagt, ja, du bist in einer tollen Energie. Du befüllst mich mit Energie. Die Königin der Luft, ja, Königin der Schwerter. Ja, du bist mit allen Wassern gewaschen. Vielleicht bist du auch die Ex-Frau, die Ex-Freundin. Vielleicht bist du in einer höheren Position, vielleicht bist du auch die Chefin, ja. So oder so, du hast hier deinen Allerwertesten gezeigt, weil du gemerkt hast, da geht's nicht weiter und nicht mit mir. Der konnte dir nicht geben, was du brauchst. Der will aber dazu werden. Der will dazu werden. Tendenz hier, ja. Wollen will man viel, aber du sagst hier, das habe ich in einer anderen Legung, bei welcher Legung war das? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Eben, du machst bei Worten auf taub und nur noch die Taten. Und wenn die nicht folgen, dann, ja, du bist Nummer eins. Und das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Ich leg das mal hier hin, es darf. Ach, du bist aus dem Rahmen gefallen, schau. Ja, das ist was Besonderes hier. Guck ich mal die Manifestationskarten. Welche Karte ist denn für dich? Schauen wir mal. Sehr schön mit Büchlein. Ne?
So sehen die aus. Ja, wunderschön. So, jetzt gehe ich mal da oben hin. Mit Goldrand. Ja, sehr hübsch. So, deine Karte. Moment, das kann ich auch wegnehmen. So. Deine Botschaft, deine Karte. Okay. Freundlichkeit verändert alles. Möchtest du, dass sich dein Leben noch heute zum Besseren wendet? Dann sei so freundlich wie nie zuvor zu jedem Menschen, der dir begegnet. Ah, ich verstehe. Jetzt kommt's durch. Achtung, jetzt kommt's. Ja, hier mit der Mäßigkeit, ja. Du lässt dir sozusagen die Sonne aus dem Allerwertesten und alle Poren scheinen, ja, weil dann halten es negative Energien gar nicht aus. Ach, je, ja. So. Wo ist denn das Büchlein hin? Moment, ich pack das mal kurz da rein, sonst fallen die Karten wieder durcheinander und auf den Boden. So. Ich ziehe dir noch die Engelszahlen. Ich lass dich mal hier runterrutschen. So. Es darf wirken. Drei Zahlen für dich und dann lese ich dir die Engelsbotschaft vor. So, Nummer 1. Was haben wir hier? Die Rot in 7. Die 7 in Rot. So rum. Und Lind. Die 3 in Orange. Und die 2 in Rot. Sehr feurig hier unterwegs. Ich nehme bei dieser Runde dieses Buch, die 732. Moment. Das war zu weit. So, die aufgestiegenen Meistern bitten dich, optimistisch zu bleiben und voller Vertrauen und hinsichtlich der Erfüllung deiner materiellen Bedürfnisse. Sie lassen dir in allen Bereichen deines Lebens Führung angedeihen. Du musst nur auf sie hören und ihre Anweisungen in die Tat umsetzen. Ja, die sind anwesend. Ich merk's. Ja. Ja, die Taten, ne, zählen. Bei dir definitiv. Für alles andere bist du taub und lässt da auch nichts an dich ran, was dir nicht gut tut, gell? Weiter so. Freut mich. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Allerbeste und lass es dir gut gehen. Wir sehen uns bald wieder, hören uns bald wieder. Ich freue mich. Vielen lieben Dank fürs Dasein. Mach's gut. Bis bald.